Canu cihanda sensin Allah'ım, sırayanda. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabennar. Ya mughallib el kulubi sabbit kalbi ala dinik. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meine verehrten Mitmenschen, Geschwister, wir haben vor einiger Zeit das Buch von Sayyid Fariduddin Azab vorgestellt, Rahmatullah Alayhi, und haben gesagt, wir werden dieses Buch weiter bearbeiten, werden diesen spirituellen Leitfaden für die Suchenden, für die, die Einsamkeit verspüren, vortragen in Videos, uns versuchen, es zusammen zu verstehen, aber ich habe dieses Buch jetzt gelesen, soweit wie es ging. Im Deutschen gibt es leider nicht die volle Version, aber das, was hier drin steht, sollte für uns, wenn wir es befolgen, inshallah auch ausreichen, Ganz hinten, also fast am Ende des Buchs, steht ein Epilog, das heißt, Atal spricht zu sich selber, also er redet sozusagen, als ob er neben sich stehen würde, in der dritten Person, und sagt dort, Bismillahirrahmanirrahim, O Atta, du hast jeden Augenblick 100.000 Geheimnisse der Moschusdrüse über die Welt verstreut. Die Horizonte der Welt sind von dir voller Duft, und wegen dir sind die Verliebten der Welt voller Aufregung. Mal sprich über die Liebe, mal spiele die Melodie der Verliebten. Deine Dichtung gab den Verliebten ein ständiges Kapital. Zu Ende ist für dich die Konferenz der Vögel und ihre Station. Also die Konferenz der Vögel ist dieses Buch, was ich euch schon mal gezeigt habe in anderen Videos, von einem anderen Video. Was ich da gerne auch bestellen kann, ist, man kann es in Amazon kaufen oder wo auch immer. Und vielleicht mitverfolgen oder sich selber durchlesen und dann etwas daraus mitnehmen, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Das sind die Stufen des Weges des Erstaunens oder auch das Buch der Verwirrung. Hol es bei Schmerz hervor, baue der Seele ein Schild und komm auf diesen Platz. Wenn hier die Seele unsichtbar ist, ist auch der Ort unsichtbar. Kommst du nicht wegen des Schmerzes dazu, zeigt es dir nicht. Suche darin. Hat dein Herz dich aufgeregt, setze einen Schritt hinein. Tust du einen Schritt, dann gib deine Wünsche auf. Solange du nicht die Kraft zur Wunschlosigkeit hast, wie kann dein verwundetes Herz leben? Erlange den Schmerz, der das Heilmittel deines Schmerzens ist. In beiden Welten ist dein Schmerz das Medikament deiner Seele. Schau nicht in mein Buch, Mann des Weges, wegen der Dichtung oder der Größe. Schau wegen des Schmerzens hinein. Damit du von 100 nur noch einen hast, glaube mir. Den Ball des Glücks bringt er dahin, der wegen des Schmerzes in meinem Buch hineinschaut. Lass die Askese und die Einfachheit. Der Schmerz braucht den Schmerz und die Bereitschaft. Wer einen Schmerz verspürt, möge kein Schmerzmittel. Und wer ein Schmerzmittel will, soll keine Seele haben. Der Mann muss durstig ohne Essen und Schlaf sein. Durstig ist, wer nie zu Wasser kam. Wer aus diesen Worten keinen Schmerz verspürte, hat den Weg der Verliebten nicht gefunden. Also, das war die Hälfte von dem Epilog. Atta spricht zu sich selber, wie ich gesagt habe. Das hat etwas mit seiner Stufe zu tun. Und er sagt, er hat das nicht, dieses Buch, für Lob oder irgendetwas gemacht von den Menschen. Seine Hingabe
beschreibt er in diesem Buch und gibt uns damit eine Auskunft darüber, dass wir, wenn wir ein Suchender sind, in dieses Buch reinsehen sollen. Wenn wir aber kein Suchender sind, wir in diesem Buch Verwirrung finden werden. Er sagt, der Schmerz ist das Mittel gegen den Schmerz. Das heißt, das Leiden, das Loslassen von Dingen, an denen wir hängen. Er sagt, besser der eine Schmerz als diese 100. Das bedeutet, besser, wir haben Schmerzen aus Sehnsucht zu Allah, aus Sehnsucht auf diesem Weg, als 100 Sachen, die auf dieser Welt sind. Genau wie Effendi Baba Hazret, sie sagt, der Teppich, also sagt in seinem Kitab, der Teppich wird ausgeklopft, also man schlägt auf den Teppich, aber nicht um den Teppich zu schaden, sondern um den Teppich zu reinigen. Das heißt, wenn wir Schmerzen erleiden auf diesem Weg zu Allah, ist das eine Reinigung. Wenn jemand Schmerzen verspürt, sollte er sich in dieses Buch hineinbegeben und die Geheimnisse dahinter erkennen. Denn Farid Futinata sagt auch, das ist das Buch des Erstaunens oder der Verwirrung. Das heißt, wer in diesem Buch hineinschaut, der sollte ein Suchender sein und nicht irgendwie denken, weil er jetzt gehört hat, das Buch ist sehr wertvoll und er sich nicht auf die Suche machen möchte, sondern einfach nur aus Spaß darin liest, wird er darin vielleicht Verwirrung finden. Das Buch soll also dazu dienen, um uns einen spirituellen Leitfaden zu geben in die innerliche Welt, in unser selber, in unsere Krankheiten, um diese zu erkennen, zu unterlassen und versuchen, uns auf diesen Weg zu begeben und der Welt loszulassen. Ich werde jetzt noch eine Rede vorlesen, inshallah ta'ala, von den Vögeln. Die Vögel sind Beispiele für unser Nefis, also unsere Krankheiten, die unsere Triebseele trägt. Er hat mehrere hier angedeutet. Und ich werde eine vorlesen, inshallah ta'ala, und auch das, was er entgegengesetzt hat. Bismillahirrahmanirrahim. Der Papagei trat hervor mit einem Mund voll Zucker, einem pistazienfarbenen Kleid und einem goldenen Halsband. Die Mücke wurde wegen seiner Pracht zu einem Habicht überall dort, wo das Grün seiner Feder auftauchte. Er begann auf süße Weise zu reden, denn im Zuckeressen ist er ein Frühaufsteher. Er sprach, jeder Schwermütige und jeder Niemand baut mir einen Käfig aus Eisen. Und ich sitze in dem eisernen Gefängnis, aufgelöst in dem Wunsch nach dem Wasser des Lebens. Da ich der Chidr der Vögel bin und grün gekleidet bin, vielleicht kann ich vom Lebenswasser trinken. Für den Zimbok kann ich keine Leidenschaft aufbringen. Mir ist das Wasser aus der Quelle Chidrs genug. Auf dem Weg begebe ich mich wie ein aus Liebe Rasender und gehe überall hin wie ein Vagabund. Wenn ich ein Zeichen vom Wasser des Lebens finde, gibt man mir die Herrschaft in der Gefangenschaft. Der Wiederhopf antwortete, oh, du hast vom Glück keinen Hinweis. Niemand ist ein Mann des Weges, der nicht opferbereit ist. Daher ist deine Seele damit beschäftigt, einen Augenblick dem Geliebten zu begegnen. Das Wasser des Lebens willst du und dein Freund bist du. Wenn du aber keinen Verstand hast, bist du niedrig. Was willst du mit der Seele? Gib sie für den Geliebten hin, gib sie auf den Weg zum Geliebten hin, wie die Männer des Weges. Also der Papagei, was wir gesagt haben, ist nur ein Beispiel. Soll man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir ein Papagei sind, sondern unsere Krankheit. Eine Krankheit halt, dass er sich schön darstellt, schön redet, hochmütig ist und sich mit dem zufrieden gibt, mit seiner Dunya, in der er ist. Und er selber sagt, ich bin so und so, aber nicht bereit, sich für diesen Weg zu opfern. Das heißt, dieser Hochmut ist eine Krankheit, die man hier vielleicht auch erkennen kann. Etwas sozusagen, er sagt, jeder baut mir einen Käfig aus Eisen, jeder möchte ihm schaden. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe, mit meiner Welt, meiner Dunya. Und der Wiederhopf, das ist der Leiter der Vögel. Der Wiederhopf
gibt ihm dann die Breitseite und sagt ihm, dass keiner ein Mann ist, der nicht bereit ist, seine Seele für den Geliebten hinzugeben. Danach gibt es noch eine kleine Geschichte dazu, der Ehre und Riddel, auch dazu, zu der Rede des Papageien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Es war ein hochrangiger Irrer, zu dem sagte Khidr: O vollkommener Mann, bist du damit einverstanden, mein Freund zu sein? Er antwortete: Mit dir habe ich nichts zu schaffen, weil du mehrmals das Wasser des Lebens getrunken hast, um ewig zu leben. Ich bin dabei, mich von der Seele loszusagen, denn ohne Geliebten habe ich keine Kraft. Während du dein Leben bewahren willst, opfere ich es jeden Tag. Es ist besser, wenn wir voneinander fernbleiben wie die Vögel vom Netz. Das ist jetzt auch noch eine Auflösung zu dieser Geschichte, dass wir dazu gehört haben, damit man es noch besser verstehen kann. Ein hochrangiger Irrer, zu dem sagt der Khidr, Rahmatullah alayhi, ein Waliullah, bekannt, der Musa getroffen hat und Musa von ihm etwas gelernt hat, weil er Ilham bekommen hat von Allah. Oder Ilham bekommt, man sagt, Khidr, Rahmatullah alayhi, soll immer noch auf der Dunya sein, im spirituellen Sinne unterwegs sein zu manchen. Er sagt zu Khidr, dass er das Wasser des Lebens getrunken hätte. Das heißt, so wie der Papagei, er sagt, er ist in seiner Welt und ist damit beschäftigt und ist damit zufrieden, es reicht ihm. Er spiegelt jetzt der Verrückte der Irre, spiegelt eigentlich Khidr Rahmatullahi Alayhi wieder. Eigentlich ist Khidr auf dem richtigen Weg und der Irre ist in seiner Welt durcheinander, so wie der Papagei in diesem Käfig und sagt, er ist damit beschäftigt, weil er in seinem Stahlkäfig sitzt, den jeder gebaut hat und er hat einen Mund aus Zucker, er redet ganz süß und ist hochmütig und er kann sich nicht dem anderen den Weg hingeben. Also der Irre spiegelt eigentlich Khidr Rahmatullahi Alayhi wieder, denn Khidr ist eigentlich ein Mann Allahs, der auf dem Weg geht und der Irre ist der Papagei. Das dient nur dazu, um das besser zu erkennen, was noch im tieferen Sinne drin steckt. Wir werden inshallah ta'ala die nächsten Tage wieder weitermachen. Ich werde auch unter diesen Videos, die ich mache, das nächste Video verlinken, wenn es fertig ist, bi'idhnillah ta'ala. Und wir werden weiter und weiter hineingucken in das Buch, inshallah. Es wird noch interessant werden und auch werden wir Nutzen davon ziehen, wenn wir uns wirklich auf den Weg begeben möchten. Möge Allah Ta'ala uns das tiefere Wissen über dieses Buch, über diese spirituellen Führer, über diese Eingaben von Farid Uddin Atta, Rahimullah, geben und uns das verinnerlichen lassen, damit wir auf diesen Weg gehen können und unsere Krankheiten stets im Auge behalten können, damit wir uns mit dem einen Schmerz beschäftigen können und den anderen Schmerz unterlassen können. Das heißt, die Dunya vergessen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.